So, da bin ich mal wieder zurück. Ich habe gerade den neuen Ladebildschirm bekommen, weil wir haben ja Dienstags, ihr seht es auch links, immer Fortnite Crew Belohnung. Ich habe ja gesagt, immer Dienstags bekommen wir anscheinend neue Banner, die auf irgendwas hinweisen. Und das Banner hier weist eindeutig auf was hin. Ich gucke mir das mal gerade nochmal in groß an. Da spinnt hier unten. Zack, zack, zack. Das Problem ist, mein Bildschirm ist noch klein. Hallo. Vollbild. So, was sehen wir im Hintergrund? Es wird wirklich so sein. Ihr könnt euch noch daran erinnern, dass gesagt wurde, die nächste Season soll eine Zukunft-Season werden. Guckt euch mal bitte den Hintergrund an. Also wenn das keine Zukunft ist, dann weiß ich es auch nicht. Da ist irgendwie der Ben links. Der denkt sich, glaube ich, so gefühlt, okay. Und der Rest ist eigentlich voll erschrocken. Weil es Küken, dann Rote Ritter, alles ein bisschen verdutzt. Ui, ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Also ganz ehrlich, oder wenn ihr noch irgendwas seht. Warte mal, sehe ich sonst noch irgendwas? Da im Hintergrund, ganz im Hintergrund, im Schatten. Wer ist denn, wer hat denn nochmal Hörner? Doch, dieser eine Dämon-Skin hat Hörner, ne? Er guckt eigentlich auch nur. Im Prinzip gucken alle nur verdutzt auf sie. Die neue Kuschelbeauftragte. Also den Skin werden wir definitiv, glaube ich, auch bekommen. In einer etwas anderen Art und Weise, wie wir sie kennen. Und ich frage mich nur, was hier vom Himmel gefallen ist. Fällt der Riss auseinander? Beziehungsweise die Kugel? Ich bin echt mal gespannt. Wie gesagt, schreibt mal gerne eure Ideen in die Kommentare. Würde mich einfach mal interessieren. Und wie gesagt, alle, die Crew-Paket haben, bekommen halt diese Banner. Also das hier ist wirklich nice gemacht. Also ich muss sagen, Fortnite lässt sich diese Season echt was einfallen. Also man ist ständig, guckt man, gibt es was Neues, gibt es nichts Neues. Und also ich bin wirklich zufrieden. Ich war ja von Fortnite eigentlich schon fast weg, aber so bleibt man doch am Ball. So, dann würde ich sagen, euch viel Spaß beim Überlegen, was so kommen könnte. Und in dem Sinne, haut rein.